So, jetzt zum Thema Modellbau. Das war so ein Baukasten. Mein Vater hatte die stapelweise bei sich im Keller. Irgendwann hat er angefangen, Plastikbausätze zu sammeln. Von Flugzeugen, wo er lauter teils original Luftfahrtbücher hatte. Ich war damals als Kleinkind total fasziniert, diesen Stapel von Plastikbausätzen irgendwie sehen, mir angucken zu dürfen, aber bauen durfte ich es nie, weil mein Vater irgendwie nicht davon überzeugt war, dass der Sohn genug Talent hat, um einen Plastikbausatz zusammenzusetzen. Glaube, der Sammler wollte die einfach nur sammeln. Im Alter hat er die dann alle verkauft. Schwester in die Hand gedrückt, hier, setz mal rein auf eBay. Weg, alles weg. Ich fand es aber faszinierend als Kleinkind, weil da lernt man schon wirklich viel, wie so ein Flugzeug gebaut ist, ne? Anhand dieser ganzen Bausätze, das fand ich immer hochinteressant, mir diese ganzen Bauteile anzugucken. Dann diese ganzen Baupläne dazu, wie das Flugzeug zusammengebaut wird, ne? Also ich durfte es nie bauen, aber ich habe dann immer die Schachtel geöffnet, habe mir die Bauteile angeguckt, die Bauanleitung dazu und so habe ich so ein bisschen das Thema studiert, ne? Wie aus welchen Bauteilen, wie baut man so ein Flugzeug zusammen, damit es dann nachher so aussieht, ne? Weil das waren so große Kästen, 1 zu 24, das war schon so die, das waren schon gute, große Modellbaukästen. Da war ich natürlich, also, weiß nicht, Meter hoch, 3 Meter war der Stapel hoch, glaube ich, insgesamt. Diesen ganzen Plastikbaukästen, die mein Vater gesammelt hatte, von unterschiedlichen Herstellern. Ganz tolle Modelle. Ich habe dann selber irgendwann angefangen, mir selber Modelle zu kaufen und die zusammengesetzt. Braucht man aber wirklich viel Geduld. Also das ist wirklich ein Hobby. Da braucht man sehr, sehr viel Geduld. Wenn es fliegt ja nicht, ne? Also das hat mich, das später kam ich dann, nachdem ich dann diese Plastikmodellbaukästen studiert hatte, habe ich dann angefangen mit Holz, ne? Da habe ich dann aus Holz Flugzeuge gebaut, erst Plastik, um zu verstehen, wie man das mit, wie alt war ich da? 6 Jahren ging es los. Ein Kumpel von mir aus der Schule, das war auch so ein Modellbauer, der, glaube ich, überwiegend Panzer gebaut. Ich Flugzeuge auch, aber ich war so eher Flugzeuge. Und da kannst du dich stundenlang ransetzen und dann so ein Innencockpit dann noch schön anzumalen und hier die Motoren und alles, was dazugehört. Also da, das ist schon, das, was ich aber faszinierend fand, war, dass man bei Plastikmodellen jede einzelne Niete, jede Fuge, jede, also da, das hat unheimlich viel Detail, haben die da reingebaut. Es sind ja, wie gesagt, zwei Gussteile, also die werden ja gegossen. Der linke und der rechte Rumpf und die setzt man dann praktisch zusammen, ne? Klebt man in der Mitte zusammen und dann ist es ein schöner Rumpf. Ne? Da muss man halt noch aufpassen, dass die Klebestellen irgendwie, dass man da nicht rumbarzt, überall hier an den ganzen Klebekantenstellen, dass es hinten dann irgendwie aussieht wie so ein Barz, ne? Weil das soll ja dann schön lackiert aussehen, man soll ja dann die Klebefläche dann auch gar nicht mehr sehen, wenn man es zusammengesetzt hat. Aber das sind halt Bauteile, so ein bisschen wie Klemmbausteine, Paste um ein Hundertstel Millimeter genau. Mit diesen Stecknuten, dass man es schon mal, das habe ich dann als Kleinkind gemacht, weil ich durfte es ja nicht bauen, aber ich habe dann die Teile schon mal so ein bisschen zusammengesteckt und so angeguckt, wie sich das so an, wie es so aussieht. Also bauen durfte ich es ja nie, aber das sind eigentlich schon fast Antiquitäten, ne? Also ich weiß jetzt nicht, was so ein Baukasten heutzutage kostet. Airfix war so eine bekannte Plastikbausätze-Firma damals,
Genau den Kasten hatte mein Vater auch. Wer weiß, wo er jetzt gelandet ist. Schade eigentlich, ne? Dass mein Vater da nicht so ein bisschen an den Sohn gedacht hat. Weil Plastikbausätze, so ein bisschen Modellbau, aber egal. Hab der eBay ja glücklich gemacht, Kohle verdient, auch okay. Aber das hat mich, wie gesagt, fasziniert, mir diese ganzen Bauteile anzugucken, mit Fensterchen und Räderchen und alles, was dazugehört. Und dann, bis man das dann alles, Hauben, Seitenruder, Höhenruder, Radkappen, fürs Cockpit, Pedalen, diese so ganz kleine Bauteile auch, also mit was für teilweise Liebe und Detail das gegossen ist, ne? Mit diesen ganzen kleinen Nieten und Nuten und also wirklich Rillen und also das ist toll, ne? Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich habe mir die Baukästen angesehen aus, wie gesagt, MD500, der fliegen soll. Also es gibt ja schon Videos darüber, wie der in dem Fluge dann aussieht. Jetzt habe ich mir mal so ein bisschen so Gedanken gemacht. Also Bo 105 würde mich noch interessieren. Das fliegen soll, gibt es ja von Roben Model. Was nun wirklich schade ist, ist, dass es, da fehlt mir so ein bisschen Detail, ne? Also da sieht man so, da sind so gar keine Nuten, Nieten. Da fehlt es so ein bisschen an Detailarbeit. Das ist ja anders gemacht hier, die Baukästen. Das ist ja, wie gesagt, Glasfaser. Also ich glaube, wenn ich so eine Modellbaufirma gründen würde, ich glaube, ich würde die Bauteile genauso machen aus Plastik, ne? Aus hochwertigem, stabilem, strapazierfähigen, temperaturbeständigen Plastik, und dann muss man sich sozusagen die Holzspanten, das Gerüst, Holzgerüst, das muss man sich dann selber zusammenkleben, und die Rahmen, die werden, das ist ja das sind praktisch zwei Hälften, die klebt man wie so ein Plastikbausatz zusammen, ne? Das ja, war früher auch nicht anders, aber durch die Gusstechnik kann man da dieses ganze kleine Fitzeldetail, könnte man da gießen sozusagen in Gusstechnik. Also es gibt die Modellbau, die kaufen diese Bausätze und dann machen die das halt händisch, dass sie da nachträglich diese feinen Nieten da irgendwie raufpinseln und raufkleben und die Nuten und die. Das ist natürlich wahnsinnig aufwendig, ne? Aber wenn man das irgendwie aus Plastik machen würde, trotzdem, also ein gutes, also Glasfaser kann man ja nicht gießen, aber Plastik ist halt immer noch eine Gusstechnik. Also gibt ja viele unterschiedliche Arten von Polypropylens. Also selbst so Piloten, ne, die man so zwei Hälften, die man da aufeinander klebt, also selbst das sah gut aus, ne, mit diesen Stiftnuten, dass das alles haargenau zusammenpasst. Also ich fand es immer faszinierend, wie gut es dann hinterher aussieht. Also wenn man das noch genau an den Rändern weiß, wie man das noch ein bisschen leicht zuspachtelt, noch die letzten Ritzen und Kanten. Aber das fand ich halt faszinierend, dass er diese ganzen feinen Details, die da zu sehen waren, auf Tragflächen ganz besonders, diese ganzen, das fand ich schon toll. Und deswegen war ich am Überlegen, ob man das für solche flugtauglichen Sachen nicht auch in der Art bauen könnte, ne?
halt eben gegossen aus Plastik. Man kann es entweder unbehandelt, unlackiert kaufen oder, ja, ich weiß jetzt nicht, lackieren geht dann schon schlecht, aber wenn es nicht lackiert ist, wäre so ein Konzept für einen Plastikbaukasten, zwei Hälften, zwei Rumpfhälften, die man zusammenkleben kann, wäre jetzt gar nicht mal so doof. Die Holzspanten muss ich halt dann selber reinkleben. Also es ist ja Modellbauer. Also Modellbauer, es gibt auch Modellbauer, die suchen halt ein gutes Modell. Ne? Deswegen sind Plastikmodelle, sind auch gelaufen damals. Ne? Also da haben sich die Menschen Zeit genommen, das zusammenzubauen, zu lackieren, zu streichen, zu bemalen. Also das ist ja so ein bisschen, ah, und dann so dieses Gefühl am Ende, oh, sieht toll aus, ich habe es geschafft. Ne? Also es gibt schon tolle Plastikbausätze, was die da so bauen. Ne? Wenn es dann zusammengebaut ist und es sieht hinterher so aus. Also ich finde es der Hammer, ne? Diese vielen kleinen Details, die man da in Plastikgießerei so realistisch bauen kann, dass es wirklich in Kleinformat aussieht wie echt, schon toll, ne? Also das kann man halt mit Glasfaser so nicht machen in dem Sinne. Deswegen frage ich mich, ob, also wenn ich eine Firma gründen würde, so, um so für 600er Klasse Helikopter zu bauen, ich glaube größer als 700er würde ich es nicht machen, weil ich finde 600er ist echt eine Größe, die kann man auch noch gut tragen. Wenn es zu groß wird, wird es auch zu unhandlich und irgendwie, man wird ja auch älter, weiß nicht, wenn man dann im Alter zwei Mann braucht, um noch ein bisschen Luftfahrt genießen zu können, dann ist es ja auch irgendwo ein bisschen blöd, weil man es selber alleine nicht mehr tragen kann, das Modell. Also es soll schon noch irgendwo eine Größe haben, die man noch handeln kann. Deswegen, also wenn ich so eine Firma gründen würde, so Flugmodelle bauen, ich glaube, ich würde das mit Plastik machen, ne? So zwei Hälften, die man sozusagen, einen Rumpf, den man sich dann kaufen kann und dann muss man den aber selber zusammenkleben, die beiden Hälften, die Holzspanten da alle reinkleben. Also mit Plastik, da kann man Schiebetüren bauen und solche Geschichten mit unheimlich viel Detail. So würde es ich machen. Ich glaube, das würde schon gehen. Ne? Lackieren kann man das dann immer noch schön, dass es schön aussieht. Würde gehen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das so instabil wäre. Also selbst die Dinger aus Plastik, die waren unheimlich stabil. Gut, das müsste halt ein bisschen dicker sein, das Plastik von der Stärke her, aber es würde gehen. Ne? Trotzdem, jetzt zurück zu dem Thema. Die bieten zwei unterschiedliche Bausätze an. Bo 105 interessiert mich noch. Und eine EC 145, das war ja MBB plus Kawasaki, glaube ich. Ne? Teamwork MBB und Kawasaki, da ist dann die EC 145 rausgekommen. Bo 105 ist nur MBB. Der Kunsthubschrauber, der heutzutage immer noch fliegt, immer noch, also das, der Bolide, der fliegende Koffer, sagte man früher, glaube ich, ist immer noch ein schönes Modell. Also das sind so die zwei Modelle, die ich noch so im Kopf habe. Jetzt habe ich mir gestern mal so eine Probeweise, was mir nicht gefällt, sind die ganzen Lackierungen. Die gefallen mir nicht. Also Bo 105 findet man wirklich nichts. Also 600er sowieso nicht. Also das ist ein Kit, da kann man eine Phoenix Tech 600 ESP, eine T-Rex 6, Align T-Rex 600 ESP, Mechanik passt da rein.
Das ist ein Kit, da passt auch eine Phoenix Tech 600 ESP, allein T-Rex 600 ESP Mechanik rein. Also ich suche noch so ein Mechanik, so ein Fuselage, wo die gleiche Mechanik reinpasst, die ich jetzt für ein MD 500 verwende. Und das sind so die beiden Rümpfe, die ich so im Auge behalten habe, die mir gut gefallen, so vom Design her. MD 500, wie gesagt, ist schön, ist so der Porsche der Lüfte. Und das sind auch noch so zwei Designs, die ich auch noch schön finde. Im Bereich Helikopter. Und gut, steckt auch ein bisschen Geschichte noch mit drin. Jetzt habe ich mir gestern mal die Mühe gemacht und habe jetzt mal gesehen, also da ich echt nichts, man findet nichts, ne? Also ich finde diese ganzen, also Bo 105, also in der 600er Klasse gibt es so nichts richtig, was mir gut gefällt. Das sind die kleinen, das sind hier die 600er Klasse. Da kann man keine Türen öffnen. Ich finde Türen öffnen cool. Polizeihubschrauber will ich jetzt nicht bauen. Das ist hier so. Ölplattform, Hubschrauber. Die Farben sind schon nicht schlecht, aber das gehen halt die Türen nicht auf, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Also ein Guss, das geht nicht. Wollte jetzt auch nicht so ein Ölplattform-Ding haben. Nee, irgendwie gefallen mir die alle so nicht, ne? Das ist so ein Thema. Man hat so einen guten Fuselage, das ist okay. Ja, Medic-Versions. Und auch beim EC 145 gibt es auch nicht so viel. Stanford Lives gefällt mir nicht, Lee County gefällt mir nicht. Das ist so noch am schönsten. Lakota, das sieht ein bisschen langweilig aus. Irgendwie finde ich da nicht so richtig, wo ich sage, ja, das tönt mich jetzt an, das Design. Also bei Bo 105 finde ich es ganz besonders. Findet man wirklich wenig. Das ist noch. Also mit Plastik könnte man ja viel, viel mehr Detail reinbringen. Diese ganzen Angelegenheiten. Das geht natürlich mit so einem Glasfaserrumpf, ist das schwierig. Also jedenfalls, das sind die zwei, die ich in Aussicht habe. Und dann müsste ich mir sozusagen selber eine Spritz. Die Garage für 2 Tage ummodifizieren mit Plastikwänden, staubfreie Zone, dass ich die Dinger selber spritzen könnte. Jetzt guckt man sich die Designs an irgendwie und ja, also wie würde ich es dann spritzen, ne? Wie sieht es dann aus? Gut, man ist ja selber so ein bisschen Photoshop-Künstler. Und überlegt sich dann, ja gut, dann setz dich halt selber mal hin. Lass dir mal was einfallen. Ich habe bis jetzt mal so ein. Hab's jetzt mal gemacht. So sieht es dann ungefähr aus.
Das wäre so meine Farbgebung. Also ähnlich, ich suche eigentlich Modell, so eine Farbgebung jetzt wie der MD500, ne? Silber, Rot, Schwarz, weil ich finde, das sieht ganz gut aus. Silberfarben, das widerspiegelt so ein bisschen den metallischen Effekt von so Hubschraubern, sind ja aus Aluminium gebaut, überwiegend. Es sei denn, sie sind so wie so ein Joghurtbecher aus GFK gebaut, oder Carbon. Aber so ein Design finde ich cool, ne? Sieht gut aus, würde farblich zusammenpassen zum MD500-Projekt. Und das, so ein ähnliches Design, Bo 500, ne, das könnte ich mir auch vorstellen. Bin noch am Überlegen, ne? Also muss man sich ein bisschen was. Das wäre natürlich, also da muss ich mir echt die Garage umbauen in eine staubfreien Spritz-Sprayer-Raum, dass ich dann praktisch die Rümpfe einen Tag lang austrocknen lassen kann, ohne dass da lauter Pollenflugschwärme sich auf der Glanzoberfläche zunichte machen und da schön drauf kleben bleiben. Das sieht dann natürlich hinterher nicht so toll aus. Wäre aufwendig, aber machbar. Bin am Überlegen, oh, ich finde so ein Design. Sieht schon cool aus. Drei Farben gefallen mir, ne? Silber, Rot, Schwarz. Nicht zu bunt. Ein cooles, einfaches, schlichtes Design, aber irgendwo, also ich denke, ja. Yeah. Gut, mal gucken. Entweder sowas. Oder eine Bo 105 in der Richtung. Das könnte ich mir noch vorstellen. Weil da passt gut eine T-Rex 600 ESP rein. Den gesamten Aufbau. Und das funktioniert. Hier auch. Den Bausatz, da gibt es keine Bilder. Warum die da keine Bilder machen, kann ich euch auch nicht sagen. Dann schau mal. Also keine Lust. Gibt es auch keine Bilder. Ja, ne, da kann man da passt auch mal so rein. Ist ein ziemlich großer Rumpf, wesentlich größer als so eine MD500. Eine MD500 ist da relativ klein und kompakt. Da ist schon eine Menge Platz hier drin. Sieht man schon, dass der Rumpf schon allein wesentlich größer ist. Die Mechanik bleibt ja gleich von der Größe her, aber der Rumpf ist schon noch mal eine andere Nummer. Mal gucken. Das ist farblich auch nicht mein Ding hier. Also da kann man sich schon noch ein bisschen, könnte man sich echt, also wenn man das in weiß unlackiert, da kann man schon echt was draus machen, ne? Ich finde schon, also wenn es dann hinterher so aussieht, so kann man sich nichts vorstellen. Blub, so kann man sich was vorstellen, ne?
So mit den Fenster, das gefällt mir ganz gut, so von der Gestaltung her. Hinten nur die untersten Finnen. Rot, der Rest bleibt soweit schwarz, schwarz, rot, silber. Silber sieht immer schön aus in der Luft. Auch mit den Auspuffrohren da auf so einer schwarzen Fläche sieht schöner aus, als wenn es irgendwie andersfarbig ist. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Das ist ein schöner Helikopter, sieht schön aus. Gefällt mir vom Design her. Ich habe wie gesagt nichts gefunden. EC 145, was mir vom in der zivilen Luftfahrt, was mich irgendwie der MD 500 schwarz, rot, silber, das hat mir irgendwie gefallen, aber ich finde bei den anderen Modellen finde ich nichts, wo ich sage, ne, turnt mich jetzt an irgendwie, das wie gesagt fehlt. Aber jetzt habe ich mir selber mal so ein Bild gemacht, wie sowas aussehen könnte in meiner Farbgebung, so wie ich mir das vorstelle. Und wie gesagt, so eine Silberton, so ein metallischer Silberton sieht immer schöner aus. Wenn die einige Teile der Rümpfe noch so schön in Silberlack ist, hat es irgendwie was, ne? Es sieht irgendwie, sieht nach Hubschrauber aus. Gut, müssen wir überlegen. Das ist ein Haufen Arbeit natürlich. Also das ist echt ein gutes Stück Arbeit, sowas dann noch zu spritzen. Da müsste ich mir echt noch ein ähnliches Design so wie da. Aber dann hier noch die abnehmbare Haube. Die Haube sieht hier wie aus. Zwei Fenster. Hier sieht man, oder man das. Also für das hier ist es echt eine gute Bemalung mit der abnehmbaren vorderen Haube. Das würde gut funktionieren. Bei Buch 105 müsste ich mir was. Müsste ich mir dann selber noch was, ein anderes Design machen, ein bisschen anders. Aber das ist jetzt soweit dazu. Einfach so ein kleiner, das sind hier die T-Rex 600 ESP Kits, die beiden. Also da passt, wie gesagt, eine Phoenix Tech 600 ESP rein. Hier auch. Und gucken, ob wir schon so ein paar. Ich meine, nein, Bo 105 sieht schon richtig gut aus, ne? Der fliegende Koffer. Ja, das sind wie gesagt so die zwei Optionen. Mal gucken. Aber es ist natürlich schön, wenn man sich irgendwie als Photoshop-Künstler das irgendwie so, na, wie sieht's nachher, wie würde das nachher aussehen? Ne? Also ist jetzt kein echter Helikopter, wo man es Kunden sagen würde, ja, so sieht er dann aus, so kannst du ihn dann kaufen, wenn er fertig ist, aus dem Werk kommt. Ne?
Sagt der Kunde, ja, Design gefällt mir, Helikopter gefällt mir, kaufe ich. Ne? Also weiß ich nicht, ob es bei echten Helikopterfirmen solche Künstler gibt, die da Fuselage-Bemalungen, sich da schöne Designs einfallen lassen. Ich habe, wie gesagt, auch bei EC 145 viel geschaut, sowas, also die bauen ja nur Rope-n-Scale, die bauen ja nur Helikopterbemalungen nach, die es auch in Wirklichkeit gibt. Das ist halt, das Design gibt es nicht in Wirklichkeit, deswegen wird es das auch niemals geben in einer fertigen Bemalung. So müsste ich mir jetzt selber was einfallen lassen. Aber ist wahrscheinlich auch ein Job, ne? Bei echten Helikopterfirmen, die echte Helikopter bauen. Weiß nicht, kostet nicht gerade eine kleine Summe, so ein Helikopter, aber wenn man dann so ein paar Designer hat, die ein paar Designvorschläge machen, ne? Wie sieht so ein fertiger fliegender Airbus dann aus? Auch cool, ne? Dann kann der Kunde wirklich sagen, ja, gefällt mir. Jetzt hätte ich aber gerne das Rot in Bronzefarben oder sonst irgendwas. Ne? Wäre auch eine Möglichkeit. Dann sagt der Hersteller, ja, kein Problem, das ist das Design, die Farben können Sie durchwürfeln. Na, die Chefs werden schon wissen, was sie machen. Kennen sich ja aus mit Fachkräften. Aber so habe ich mich jetzt für mich mal, wollte ich mal, wie gesagt, da, nachdem ich das ganze Internet abgegrast habe nach fertigen Bemalungen, was gibt es so auf dem Markt? Und ich so jedes Mal so, oh nee, es gefällt mir nicht. Oh nee, es gefällt mir nicht. Oh nee, es gefällt mir nicht. Also bei Bogenlet 5 ganz besonders, oh, es gefällt mir nicht. Wenn man dann so ein fertiges, bemaltes Design vor sich hat, so was ziemlich realistisch schon aussieht, dann muss ich, ja, gefällt mir. Aber die würden natürlich, die bauen nur irgendwas in Bemalung, was es auch in Wirklichkeit gibt. Aber wenn es halt in der Wirklichkeit noch keine schönen fliegenden Gestaltungen gibt, dann ist es halt schwer, ne? Da muss man sich selber was einfallen lassen. Ne? Das würde jetzt wirklich heißen, ich muss die Garage mit abkleben, mir da so einen Zwischenraum bauen, so eine staubfreie Zone, wo ich den ganzen Rumpf dann reinsetzen kann, irgendwie an eine Decke hängen kann, da rumspritzen. Staubfreie Zone, dass da keine Pollen reinkommen, die im Sommer möglichst gerne in der Luft rumfliegen, dass ich es dann sozusagen austrocknen lassen kann, um zum Schluss so eine Klarlack nochmal drüber sprayen, damit es dann so eine richtig schöne glänzende, shiny Oberfläche wird. Das ist schon was noch mal eine andere Nummer, als wenn man sich einen fertig bemalten Rumpf kauft, so muss man sich das halt alles selber zurecht zusammenfrickeln, aber ich finde, es ist ein Design, es sieht echt schön aus. Gefällt mir. Mal gucken. Mit so einer abnehmbaren Haube, die soweit nicht stört, die man irgendwie jetzt. Weil das ist halt auch das Problem bei diesen Handbemalten. Ne? Ich habe zwei, einen MD500 habe ich ja in den Boden gesetzt. Die Türen hätte ich noch verwenden können, aber den Hauptrumpf nicht, ne? Weil der Hauptrumpf ist handbemalt und die bemalen das immer ein bisschen anders. Und das heißt, also die Türen, die passten nicht mehr in Bemalung zu dem Rumpf, den ich dann mir neu dazu gekauft habe. Da habe ich echt Glück, dass ich dann am MD500 vorne ja auch so eine Haube habe, wo die Bemalung nicht in den abnehmbaren Teil reinragt. Und so hat das jetzt funktioniert, dass ich da einmal so eine Spitzhaube habe und dann die runde Haube, die man
Also man hat sozusagen bei dem D500 zwei Helikopter und mit zwei unterschiedlichen Hauben vorne mit Beleuchtung. Und das ist ja noch mein Konzept, das muss ich ja noch fertig machen. Ich spinne schon mal schon ein bisschen weiter. Ne? Jetzt dachte ich mir, jetzt muss ich mich mal, gucke ich mir das mal so ein bisschen an. Was gibt es da so an Modellen, an Bemalungen? Aber ich denke mir so, oh, diese ganzen Eurocopter-Bemalungen, die sehen nicht so doll aus. Also muss man sich selber irgendwas einfallen lassen. Soweit dazu.